So, der magische Würfel. Dazu erstellen wir noch eine Map. Genau, neue Map, Map 4. Madame. Und einmal. Wir brauchen wieder einen Raum. Dieser muss nicht ganz so groß sein. Oh, hier, so reicht vollkommen aus. Und in diesem Raum erstellen wir jetzt. Warte, das mal ein bisschen versuchen zu zentrieren. Ein Würfel. So, der Raum soll ein bisschen bunt werden. Dann ist der Effekt besser. Die Wand hier kriegt diese Textur. Ah, nee, gekechelt sieht die Scheiße aus. Ja, was nehmen wir denn? Wollen wir jetzt rot machen hier? Was kriegst du? Was, haben wir doch was Grünes? Komm hier, so, haben wir was Blaues? Was Blaues haben wir bestimmt. Jawohl. Passt nicht so richtig ganz, aber egal. Und was Gelbes? Gelb sollte auch kein Problem sein. Ja, komm, nehmen wir das hier einfach. Passt so. Himmel nehmen wir keinen. Machen wir hier. Oder doch, doch, doch. Wirkt in einem geschlossenen Raum wird das besser. Lassen wir das hier am besten, aber als Boden nehmen wir mal was anderes. Und zwar das da. So, der Raum ist egal, den sehen wir nämlich später nicht mehr. Und zwar, wer hätte gedacht, es kommt nichts Modernes mehr, Leute. Meine Energie ist aufgebraucht. Mein gesamtes Leben besteht nur noch aus Portalen. So. Oh, das ist doch der Raum, der Raum sage ich schon. Das ist auch der Grund, weswegen ich den Raum lasse, weil man muss jetzt hier wieder überqueren können. Und dementsprechend muss der Raum hier bleiben, man wird ihn aber niemals sehen. Sondern man sieht halt einfach immer nur die andere Seite. Teleporter. Bap, 2, 1. Nein. Interactive. Bumm. Das gleiche jetzt mit den beiden Linien. Und das ist halt auch der Name, weswegen ich das Ding magischen Würfel nenne. Weil es bringt eigentlich technisch nichts, es hat aber halt optisch einen witzigen Effekt. So, der geht zur 4. Und die 4 wiederum ist dann das Gegenstück davon. Und geht damit zur 3. Perfekt. So, speichern wir das Ganze. Achso, ja, hier. Ich finde die Hälfte vergessen. Oh, fangen wir mal hier unverfroren an, nach oben. Das sieht noch einigermaßen normal aus. Man ahnt also erstmal nichts Böses. So. Okay. Und dann wird's creepy. Ah, man sieht erstmal. Aha, okay, ja. Aber. Holy moly! Was ist hier los? Ich weiß, was ist denn das hier? Hä? Hä? Was bin ich jetzt hier? Was ist denn hier? Was? Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch hier. Hä? Blaue Wand? Was? Hä? Hier ist doch nichts, oder ist hier was? Bin ich jetzt bescheuert? Hier ist doch was. Hier ist eine Wand, aber. Nee. Ist hier grün, blau und dann. What? Oh, was ist denn jetzt hier los? Sag mal, ne? Was ist hier Magie? Was ist denn? Hier sind Geister. Natürlich jetzt gerade völlig übertrieben, die Reaktion, klar. Aber so in dem Sinne kann man halt sehr schöne Effekte machen. Gerade wenn man jetzt diese Teleporter einsetzt, ohne Umrandung zu machen, durch diese Säulen zum Beispiel, wie im letzten Video. Wenn man das halt weglässt, sondern wirklich nur so kleine Sachen macht, die man erstmal nicht sieht, sondern nur beim genaueren Hingucken, kann man schon sehr geile Effekte damit machen. Und gerade in dem letzten Video zum Beispiel, da hatten wir ja auch diesen ja, Wurmloch-ähnlichen Effekt, wo man praktisch sehr schnell durch den Raum konnte. Ist schon nice. Und ich habe zum Beispiel, kann ich ja auch mal zeigen, die Sachen, die ich früher erstellt hatte. Da habe ich auch eine sehr witzige Map erstellt.
Nein, das war genau das Falsche. Das ist ein etwas anderer Test. Ja, ich bin tatsächlich experimentierfreudig. Ich wollte euch. Das ist das Richtige. Ja. Tada! Man steht in der Mitte. Und wenn man hier rauf geht, kann man endlos weit gucken. Wie das Ganze funktioniert, relativ easy, relativ simpel, nichts Aufregendes. Man hat einfach einen Raum, wo der Teleporter, ich meine ja Linienmodus, wo der mit dem verbunden ist. Man guckt also praktisch um die Ecken, das geht nämlich auch. Man kann die Linien beliebig ja wie gesagt anordnen. Wichtig ist nur, wenn es hier in die Nase reingeht, gehen die Blicke hier wieder raus. Und damit guckt man praktisch hier immer um die Ecken. Und da alle Ecken miteinander verbunden sind, guckt man praktisch im Kreis. Ja. Und das sind so halt witzige Sachen, die man halt damit machen kann. Und man sieht auch hier, wie gesagt, die Map hatte ich früher gemacht. Wie gesagt, ist irgendwann im August oder sowas, hatte ich das hier rumgespielt. Und da sieht man auch, ich persönlich habe halt immer mit den Interactives gearbeitet. Deswegen würde ich euch das auch empfehlen, das funktioniert am besten. Alles andere ist ein bisschen, hat man ja gemerkt, da spinnt teilweise ein bisschen was. Vielleicht nutze ich es auch einfach nur falsch, keine Ahnung. Auf jeden Fall, so viel zu den, erstmal zu den Portalen als solches, wie sie halt mittels Interactive funktionieren. Ja. Exit. Das nur dazu. Dann würde ich mal sagen, das war es immer wieder mit der Filmreihe. Zu den Portalen waren jetzt doch wieder ein paar Videos. 5 Stück insgesamt. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, 6 Videos sogar. Ha! Klar, stimmt, wir haben ja bei der 5 angefangen. Ja gut. Sollte also erstmal wieder ein bisschen reichen. Fürs Verständnis, wie man ein bisschen eine Map ein bisschen aufhübschen kann. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal ein Video, wie ich wieder eine richtige Map erstelle, wo ich dann aber auch die Fähigkeit von Portalen nutze, wobei in echten, reellen Maps sowas zu nutzen, ist immer ein bisschen schwierig, weil es ist halt nicht echt, ne? Portale gibt es nicht in Wirklichkeit. Deswegen kann man das immer nur mit Maps verbinden, wo es so ein bisschen um so optische Täuschung, Magie und sowas geht. Also bei Hexen zum Beispiel, wie gesagt, kann man das ultra geil machen, aber eben, so in normalen Maps wird es dann doch eher schwieriger. In dem Sinne, guckt, wo ihr es verwenden könnt, wenn ihr selber Maps erstellt, und ansonsten schau mit V.